Planet der Affen Survival, das ist der neueste und letzte Teil der neuen Planet der Affen Trilogie. Und wer hätte vor ein paar Jahren noch gedacht, dass das Planet der Affen Reboot zu sowas Großartigem und Einzigartigem avancieren kann, wie es tatsächlich dann geworden ist? Rise of the Planet of the Apes und Dawn of the Planet of the Apes waren zwei sehr, sehr starke Filme. Und auch der letzte Teil der Planet der Affen-Reihe, im Englischen heißt der War for the Planet of the Apes, wird von den Kritikern sehr, sehr gelobt. Ich habe ihn gesehen und jetzt gibt's die Kritik dazu. Im letzten Teil des Reboots der Planet der Affen-Trilogie ist der Krieg zwischen Menschen und Affen letztlich eskaliert. Es gibt nur noch sehr, sehr, sehr wenig Menschen und sehr, sehr, sehr wenig Affen auf der Welt, die sich jedoch versuchen, gegenseitig aus dem Weg zu gehen, damit sich keine der beiden Spezies endgültig ausrottet. Als ein verrückter, aber namensloser Colonel die Affen dann dennoch in ihrem Zuhause angreift und dem Anführer Caesar mitten ins emotionale Herz trifft, entschließt sich dieser mit ein paar Gefolgsleuten, die Menschen aufzusuchen und den Krieg um den Planet der Affen endgültig zu entscheiden. Was man bei Planet der Affen Survival sofort anmerken sollte, ist, wie schon die beiden Teile davor, ist das hier kein Actionfilm. Zwar hat der im Englischen den Titel War for the Planet of the Apes drin. Sehr, sehr viel War und Action sehen wir in diesem Film aber nicht. Dieser Film ist weit, weit mehr ein Kriegsdrama als ein Kriegsactionfilm. Und das ist auch gleich einer der positivsten Aspekte an diesem Film, wie auch schon die beiden Filme davor, aber sogar noch ein bisschen mehr ist dieser Film unheimlich ruhig. Der Film geht 140 Minuten lang, das ist ganz schön heftig für so einen Film und hat dabei gerade mal zwei oder drei Action-Set-Pieces, die auch nicht großartig eskalieren oder groß, auf die nicht, sich nicht großartig fokussiert wird. Viel im Mittelpunkt stehen hier viel, viel mehr die Charaktere und im Gegensatz zu den beiden Teilen davor konzentriert sich Survival jetzt fast nur noch auf seine Affencharaktere. Und das ist auch ein positiver Aspekt, weil die Affen waren immer der interessanteste Punkt an den Filmen und es funktioniert und es zieht einen in diese Welt und gerade die erste Hälfte dieses Films ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Das liegt auch daran, wie der Film mit seiner Thematik umgeht. Ja, hier geht es um Krieg, aber Krieg wird nicht als etwas dargestellt, was spannend ist oder wo man mitfiebert oder wo man denkt so, wow, ihr Affen müsst jetzt gewinnen. Krieg ist etwas, was man überlebt in diesem Film. Da passt der deutsche Titel Survival tatsächlich ganz gut. Beide Seiten, ob Mensch oder Affe, wollen diesen Krieg eigentlich nur überleben. Keinem macht das Spaß, keiner findet das toll, mit Ausnahme des von Woody Harrelson gespielten fanatischen Colonels, der aber auch als fanatisch dargestellt wird. Wie die beiden Filme davor arbeitet auch Survival da sehr gut mit Graustufen. Hier gibt es kein Gut, hier gibt es kein Böse, hier gibt es einfach zwei Seiten, die sich gegenseitig bekämpfen, obwohl sie es eigentlich gar nicht so wirklich wollen. Tonal ist der Film dabei unheimlich bedrückend, das muss man auch wissen. Die 140 Minuten, die man hier sieht, sind nicht schön, die sind unheimlich hoffnungslos teilweise, die sind sehr, sehr, sehr düster. Gerade für einen Film ab 12 habe ich mir teilweise gedacht, dieser Film ist unheimlich brutal. Der wird nichts beschönt, da werden keine Kriegsaspekte beschönt. Dieser Film hat keinerlei Spaß am Töten. Tod ist immer etwas Schlimmes in diesem Film. Und ich habe mir teilweise gedacht, dieser Film hätte nicht ab 12 frei. Also wenn ich mir vorstelle, dass ein Zwölfjähriger diesen Film sieht, dann ist er verstört danach, weil der Film doch teilweise unheimlich konsequent brutal ist und seine Charaktere auch ganz schön in den Dreck drückt, in den Kriegsmatsch drückt, was in dem Kontext des Films funktioniert. Ich fand es allerdings zu hart, also fände es zu hart für jemanden, der unter 16 ist. Tonal hat dennoch im Gegensatz zu dem nicht alles funktioniert, weil der Film mit einer Figur aufwartet namens Bad Ape und die wird zwar gut eingeführt, die ist aber im Prinzip der Comic Relief dieses Films. Und die hat mich fast ein bisschen an Jar Jar Binks erinnert, muss ich ehrlich sagen. Comic Relief in diesem Film, mit dieser Thematik und diesem Ton hat für mich einfach gar nicht gepasst. Sonst muss man als Zuschauer damit leben, dass nach dem sehr, sehr, sehr fulminanten Auftakt dieser Film sehr, sehr, sehr ruhig vorgeht und sich wirklich sehr, sehr auf seine Figuren konzentriert. Das hat für mich nicht hundertprozentig funktioniert, weil trotz der 140 Minuten Laufzeit doch ein paar Figurenentscheidungen meiner Meinung nach sehr, sehr schnell gingen. Und teilweise fast etwas forciert wirkten. Ganz schlimm trifft das für mich die Figur des kleinen Mädchens, was hier auch auf den Postern des Films ganz groß drauf ist. Die trägt zwar was zu dieser Message mit den Graustufen bei, ist im Endeffekt in meinen Augen aber ein bisschen unnötig gewesen. Hätte man rauslassen können, ist ja nicht schlimm gewesen, mich hat sie ein bisschen gestört. Und auch die Richtung, in die der Film in der zweiten Hälfte geht, hat mir nicht so gut gefallen. Das ist aber ein sehr persönlicher Kritikpunkt. Ich hätte einfach erwartet, dass der Film in eine andere Richtung geht. Und es ist ja auch schön, dass er mich überraschen konnte. Aber ich fand andere Aspekte dieses Films einfach interessanter als das, worauf dann im zweiten Teil eingegangen wird. In Sachen Technik muss man hier nicht viel zu sagen. Dieser Film sieht toll aus, der ist toll gefilmt, der hat unglaublich
schönen, dreckigen Kriegslook, kann man hier fast sagen, der einen doch auch sehr bedrückt zurücklässt. Das CGI ist Wahnsinn, das fällt so gut wie gar nicht auf. Die Affen sehen grandios aus. Und auch die Schauspieler, gerade Andy Serkis als Caesar und auch Woody Harrelson, die machen hier einen sehr, sehr guten Job. Planet der Affen Survival ist also ein Film, den ich aufgrund von Konsequenzgründen und tonalen Gründen, atmosphärischen Gründen sehr, sehr, sehr loben will, einfach weil das ist ein Big-Budget-Blockbuster. Da steckt sehr, sehr viel Geld dahinter. Und dass sich die Verantwortlichen um Matt Reeves, der ja auch den Batman-Solo-Film inszenieren wird, es trauen, diesen Film so ruhig voranzubringen, den tonal so bedrückend zu machen und nicht in die Falle zu tappen, das Ganze einfach zu einem Event-Spektakel zu machen, das rechne ich diesem Film sehr, sehr, sehr hoch an. Das ist ein sehr, sehr ruhiger, sehr, sehr in sich gekehrter Abschluss mit einer sehr, sehr klaren, guten Botschaft. Emotional hat es für mich dann doch nicht ganz funktioniert. Der Film will am Ende groß berühren. Das hat bei mir einfach dann doch nicht funktioniert, leider. Da denke ich aber, dass es bei anderen Leuten vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Am Ende gebe ich dem Film dann noch 7 von 10 Punkten. Das ist ein technisch sowieso perfekter Film mit einer sehr, sehr guten Message und einer überraschend konsequenten, bedrückenden Atmosphäre, der nicht in die Action-Spektakel-Falle tappt, sondern der sich unglaublich erwachsen gibt und gerade in seiner Geschichte unglaublich konsequent bleibt. Er kann sich tonal ab und zu nicht so ganz entscheiden, weil es gibt ein paar lustige Momente in dem Film, die für mich nicht gepasst haben. Ein paar Figuren fand ich ein bisschen überflüssig und die zweite Hälfte des Films hat für mich nicht mehr so gut funktioniert wie die erste. Am Ende dennoch eine komplette Kinoempfehlung auf jeden Fall, vor allem wenn euch die ersten beiden Filme gefallen haben. Es ist ein würdiger Trilogieabschluss. Hat euch dieses Video gefallen, dann liked und subscribed uns auch und teilt uns auch auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Und dann sagt mir doch, was ist euer Lieblingsteil der neuen Planet der Affen Trilogie. Das würde mich interessieren. Und dann wünsche ich euch ein sehr, sehr schönes Kinowochenende, vielleicht mit Planet der Affen Survival. Macht es gut.